Hallo, ihr Spurensucher und Detektive und Detektivinnen. So, wir haben Henrys perfekte Show gefunden beim letzten Mal. Was sind das eigentlich für komische Geräusche? Dieses Klopfen. Das ist ja echt beängstigend. So, wir haben alle Perlen zusammen. Den Schraubenzieher haben wir übrigens behalten, obwohl wir ihn ja schon benutzt haben. Vielleicht sollten wir jetzt dann auch mal zum Puppenkopf zurückkehren. Oder wir wimmeln erst. Ach, wimmeln war doch erst im Vorbeigehen. Nochmal hier, diesmal suchen wir Pflaster, Sonnenbrille, Nagelfeile, Unkrautvernichter. Dann die Mäuse, eine Puppe, Blume. So, Staubwedel, Ballerina, Regenschirm, Aschenbecher und zwei Ohrringe. So, ein Ohrring hängt da. Die Ballerina ist da. Die Sonnenbrille ist da. Der Unkrautvernichter. So, okay. Ist das eine Puppe? Jawohl. So, dann waren hier ganz viele Mäuse. Da ist eine Maus. Und da sitzt ein Mäuschen. Und da sitzt ein Mäuschen. Und scheinbar sitzt noch irgendwo ein Mäuschen. Das hatte ich beim letzten Mal aber nicht gesehen. Hier unten drunter vielleicht. Genau. Dann haben wir auch alle Mäuse gefunden. So, da oben ist eine Blume. Die Nagelfeile liegt da. Das Fass da klebte an der Wand. So, ein Staubwedel. Also zur Not geht das Ding auch als Staubwedel. Aber ich glaube, der ist nicht gemeint, der Schal, ne? Nein. Ausnahmsweise nicht. Was brauchen wir noch? Regenschirm, Aschenbecher. Ach, und noch ein Ohrring. Da ist erstmal der Aschenbecher. Ja. Muss der Ohrring eigentlich passend sein oder geht auch ein ganz anderer Ohrring? Ich weiß es nicht. Brauchen wir einen Regenschirm? Seht ihr einen Regenschirm? Ich sehe einen Lampenschirm. Wo ist der Regenschirm? Wahrscheinlich wieder irgendwo hier unten drunter, wo ich ihn nicht sehe. Wo ich dann wieder Hilfe brauche. Der zweite Ohrring bleibt mir verborgen. Der Staubwedel allerdings auch. Ja, mit so Dingern verteilt man den Staub mehr, als dass man ihn wirklich entfernt, ne? Da oben in der Ecke, glaube ich. Haben wir aber gefunden. Okay. Wo könnte denn der zweite Ohrring sein? Da hängt noch ein Lippenstift. Sieht aus, als würde er an der Wand hängen. Nein, steht natürlich da. Okay. So, und der Regenschirm. Ach, das ist alles insgesamt ein Regenschirm. Mein Gott, so groß und ich sehe ihn nicht. Ist ja unglaublich. So, wenn ich mir jetzt den Ohrring anzeigen lassen würde, wären wir diesmal ganz schnell fertig mit dem Wimmelbild. Aber vielleicht finde ich ihn ja auch noch selber. Vielleicht warte ich mal noch einen Moment. Das ist keiner, nein. Das ist kein Ohrring. Ach nee, komm. Zeig mal her. Da hinten? Ja, okay. Na toll. Der Unkrautvernichter. Was sollen wir denn mit dem Unkrautvernichter anfangen? Na gut. Gut, dann ab zum Puppenkopf, oder? Das wäre doch die nächste Station. Also hier leuchtet jetzt wieder die Maske, als wäre hier noch irgendwo eine Maske versteckt. Ich kann ja mal die ganzen Köpfe hier anklicken.
Aber die sind das nicht. Aber irgendwo muss hier, glaube ich, noch eine Maske sein, wenn ich das richtig verstehe. Ach, da oben. So, dann haben wir hier nämlich die Maske auch gefunden. So, ab auf den Hinterhof. Und dann zum Puppenkopf. So. Einmal rein mit den Pärchen. Und dann mal gucken. Können wir die einfach drehen oder? Nee, wir müssen die umstecken einfach nur. Okay, ich glaube die. Nee. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die ausgesehen hat. Ich glaube, die muss hier hin. Das war gut. Dann müsste die hier hin. Die da. Hier. Und die da. So. Jetzt leuchten da auch noch die Augen. Folge den Spuren in die Werkstatt. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt leuchten auch noch die Augen von diesem Puppenkopf. Okay, Moment. Erstmal lesen. Ja, das haben wir doch schon gelesen. Liegt doch gar nichts Neues drin. Na gut. Ja, dann Mann. Moment, was sagt der noch? Ja, macht er. Ganz eindeutig. So, rein in die Werkstatt. Okay. Wow, das ist eine Puppenwerkstatt. Was hat er hier gemacht? Puppen bauen. Oh, was ist das? Kohle. Okay, damit kann man was betreiben. Was hat Henry Mason hier gemacht? Puppenbaum. Puppenbaum? Ach so, da hängen ganz viele Puppen dran, deswegen Puppenbaum. Ne, wir gehen erst noch mal runter. Was ist das? Da fehlt ein Teil. Da fehlt der Kopf. Ja, das sehe ich auch. Haben wir noch nicht gefunden, den Kopf. Gefällt mir irgendwie überhaupt nicht diese Werkstatt. Was ist das? Zum Glück habe ich mir die Kombination für das Büro des Intendanten in mein Tagebuch geschrieben. Okay, hier kann man jetzt... Aha, ein Teil fehlt. Damit wird wahrscheinlich die Maschine gesteuert. Okay, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Na, jetzt schrauben wir erstmal. Batterie fehlt, okay. Und damit fehlt auch was. Also interessiert uns die Kombination noch gar nicht, weil sowieso Teile fehlen. Sehr gut. Okay, die müssen ja irgendwo sein, ne? Die Teile. Weiter gucken. Hier ist auch noch irgendwo eine Maske versteckt. Vielleicht sehe ich die ja zufällig. Irgendwo. Ach, da oben. So, Maske haben wir schon mal. Was ist da noch? Was fehlt da? Hier gehört ein Medaillon hin. Ja, wie so oft. Hier fehlen übrigens überall Medaillons. An jeder Ecke Medaillons. Okay. Wir müssen wahrscheinlich doch mal nach da oben. Und da weiter gucken. Die Treppe runter kommen wir nicht. Na, gehen wir mal rauf. Mal sehen, was hier ist. Da leuchtet was. Huch. Hinter diesen Ranken ist etwas verborgen. Hä, weißt du, was ich da mache? Ja, ich hab ja... Ne. Puh! Boah, das stinkt. Das Juwel ist in den Ranken verheddert. Ich muss sie irgendwie entfernen, die Ranken. Achso, da. Da ist es verheddert. Rätselinfo. Zusammenfügen. Achso. Die oberen Teile mit den unteren Teilen. Okay. Was kann ich hier? Achso. Na, das stimmt ja immer noch nicht. Drehen kann ich hier nichts, oder?
kann immer zwei bewegen. Moment. Soll ich anklicken, was ich austauschen möchte? Kann das sein? Guck mal, das klebert ist doch jetzt schon richtig eigentlich, oder? Das Ahornblatt. Na hier. Das müsste hier hin. Puh, richtig. Ah, so funktioniert das. Okay. Da oben ist ein Teil vom Kleeblatt. So? Nee. Doch. War ich mir jetzt nicht ganz sicher. Schwer zu erkennen, ob das stimmt oder nicht. Nee, ist nur das richtig, weil das leuchtet nämlich. Ah, okay. So, Moment. So, das dürfte auch stimmen. Wo ist da von der Rest? Da? Ne, das ist zu rund. Okay. Moment, aber das gehört dahin. Ziemlich sicher. So. Ich glaube, das ist der Rest, oder? Ein Kleeblatt, jawohl. Okay. Das gehört dahin. Okay. Und das dahin. Richtig. Zack, zack. Ne, das war noch nicht richtig. Schade, schade. Aber das da dann, oder? Okay. Oh, dieses Pfeifen. Habt ihr auch so ein Pfeifen im Ohr? Fürchterlich. Ach, guck mal, direkt zwei richtig gehabt. Ja, und dann haben wir es gleich geschafft. Yay. Oh, das sah ja cool aus. So, her damit. Oh, was passiert denn jetzt? Okay. Was ist denn jetzt passiert? Was ist das denn? Das Harz ist so zäh und klebrig. Mit bloßen Händen kann ich es nicht entfernen. Ich will auch nichts einfach so entfernen, wenn ich gar nicht weiß, warum. Was ist da unten noch? Eine Nähmaschine? Eine Glühbirne. Okay, die sollte ich da finden. Was haben wir hier? Was ist das? Laut Rezept muss die Kohle zuerst zerstoßen werden. Was brauche ich denn alles für das Kohle? Ach, und das Harz? Ja, okay, solange ich das Harz nicht habe, erübrigt sich das eigentlich. Dieses Rätsel, glaube ich. Ein Schrank. Nein, eine Tür. Bühnenbildwerkstatt. Okay. Was für ein Wimmelbild? Was ist das? Eine kleine Skizze für eine Puppe. Hm. Okay. Was ist da? Pinsel, Nägel, Hammer. Ach, guck an, noch ein Sonnenstrahl. Den sollte ich da auch finden. Und eine Maske gibt es ja auch wieder, wenn ich das richtig sehe. Ach, in dem Bild davor doch bestimmt auch. Und die habe ich gar nicht gesucht. Okay, jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Was ist da, ne? Das sieht mir wie ein halbes Ruder aus. Ah, repariere das Ruder des Bootes. Gut. Achso, das war das. Dann noch was. Noch das Wimmelbild. Na, dann lass es mal wimmeln. Rakete, Holzklemme, Ritter, Golfschläger, Huhn, Regenbogen, Tic-Tac-Toe, Zahnpasta, Kopfvorlage, Kanada, ganz Kanada, Schraubenschlüssel und Hebel. Okay. Ich hoffe nicht, dass wir ganz Kanada suchen. So, was ist hier?
Einige Farben fehlen vom Regenbogen. Okay, da sind noch ein paar Farben. Tü-tü. Er ist vollständig. So, okay. Was ist denn mit Holzklemme gemeint? Ah, vielleicht finden wir es raus, vielleicht auch nicht. Ah, da ist ein Ritter. Mit Ross. Ein Ritter mit Ross. Was haben wir da auch? Ein Huhn. Wo ist denn das Huhn? Ein Hühnchen. Ach, da ist Kanada. Zumindest die Flagge. Was ist das? Ein Huhn? Nein, das ist ein Vogel. Das ist kein Huhn. Golfschläger. Guck mal, da hinten ein Huhn. Tic-Tac-Toe. Wo ist das denn? Tic-Tac-Toe. Sehe ich auch nicht. So eine Rakete. Die muss doch auch zu finden sein. Eigentlich. Oh, dahinter wahrscheinlich. Genau, da ist die Rakete. Golfschläger. Schraubenschlüssel. Ach, und einen Hobel suchen wir auch. Da oben? Nee, das war nicht der Hobel. Okay. Golfschläger, Tic-Tac-Toe, Zahnpasta. Zahnpasta. Orange liegt hier rum. Auch noch nicht vergammelt oder verfault. Verdächtig, verdächtig. Tja, ich wüsste, wie die aussehen soll. Ach, da bestimmt. Genau. Das ist ein altes Telefon oder was ist das? Bin mir nicht ganz sicher. Eins von den ersten, wisst ihr? Ach, da oben ist ein Golfschläger. Der hängt da so oben rum. Okay, ach komm, erzähl mir mal was. Ja, dass da irgendwas ist, habe ich auch gesehen. Das war die Zahnpasta. Ja, wenn du das sagst. Ach, da ist Tic-Tac-Toe. Auf dem Indianerzelt. Ein Hobel. Na gut. Finden wir den noch so? Oder brauchen wir da Hilfe? Ich glaube, da warten wir, bis der Tipp wieder fertig ist. Ich sehe ihn jetzt nicht. Aber so lange kann man ja noch mal weiter gucken. Vielleicht findet man ihn ja doch. Vielleicht bin ich gerade blind. Bock, bock. So, okay. Ja, damit. Das Ding? Ach, das da unten. Aha. Okay. Gefunden. Und die Kopfvorlage. Okay, ich glaube, die gehört unten an die Puppe. Aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Tschüss. Da ist die Tür dazu gefallen.